Moin zu den News heute mit dem allerersten Poster zu Mockingjay Part 2 und natürlich der Besetzung der Hauptrolle für fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ganz kurz zu dem Poster zu Mockingjay Part 2. Wir sehen hier einmal die zerbrochene Statue von President Snow aus den letzten Postern des letzten Teils, sowie ein gespraytes Mockingjay-Symbol hinten dran. Für alle, die Bücher gelesen haben, sie wissen genau, was passiert. Für die anderen, lasst euch überraschen. Frage bei dem Ganzen ist natürlich noch, wann bekommen wir denn den Trailer endlich? Weil so langsam wird's Zeit. Drunter steht noch Hashtag Unite und das ist auf jeden Fall der Hashtag, der diesen November durchgehen wird. Denn am 18. November werden wir diesen Film, diese Trilogie, zu Ende bringen. Und natürlich noch zu der Hauptrolle in Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, die besetzt wurde von Eddie Redmayne. Und zwar wird dieser jener den Newt Scamander spielen, die Hauptperson in dem ganzen Stück. Das wurde in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben. Er war vor kurzer Zeit schon im Gespräch dazu, aber es wurde nichts offiziell bekannt gegeben. Redmayne ist bekannt aus Filmen wie Les Miserables und Jupiter Ascending, aber seine letzte große Rolle war einfach die Entdeckung der Unendlichkeit als Stephen Hawking, wofür er auch den Oscar als bester Hauptdarsteller eingesackt hat. Und das Allerwichtigste ist natürlich, er ist Brite. Was meint ihr, ist das eine gute Idee mit Eddie Redmayne? Ich weiß noch nicht, ich kann mir ihn noch nicht so ganz vorstellen in der Harry Potter Welt. Eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt einfach hier auf Abonnieren und ihr seht mehr.